Einen wunderschönen guten Tag, Leute, heute von der Couch. Ich möchte heute mit euch ein bisschen über Peptide sprechen. Ich habe unheimlich viele Fragen bekommen, unheimlich viel zu diesem Thema. Es ist auch unheimlich interessant und genauso unerforscht, aber da reden wir jetzt gleich mal drüber. Wir sprechen über verschiedene Peptide, welche wirklich nützlich sein könnten, wann man sie einsetzt und wem die Wirkung eventuell tatsächlich was bringen kann. Also viel Spaß. Noch zu erwähnen, ich habe es zwar schon angerissen, dieses Video gilt nicht als Einnahmeempfehlung oder als Animation, diese Peptide zu benutzen. Es sind nach wie vor noch nicht mal Medikamente, die im Forschungsprozess sind, Medikamente zu werden, weil sie tatsächlich einige sehr coole Dinge versprechen und tun könnten. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Ganz wichtig, nicht zum Eigengebrauch. Und jetzt geht's los. Zuerst einmal danke an BioWell, die das Ganze hier sponsern und supporten. BioWell findet ihr übrigens unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch alle Peptide in Ruhe anschauen, die Beschreibung anschauen. Die Preise stehen dabei und man kann es selbstverständlich auch bestellen. Das allerdings nur für Research- und Testzwecken an Tieren. Diese Peptide sind nicht gedacht, um sie bei Menschen einzusetzen. Dennoch gibt es Höchstmengen, die man besitzen darf in Deutschland. Also nur weil man jetzt eine Flasche Ipamorelin zu Hause hat, heißt das nicht, dass man direkt ins Gefängnis geht. Das schon mal vorweg. Jetzt geht es aber darum, dass wir ein paar Peptide aufzählen und ich spreche jetzt anhand meiner Diät, was nützlich sein könnte, A, um Fett zu verbrennen, B, um Recovery zu fördern, C, Heilung zu fördern und tatsächlich die Performance zu verbessern. Und mit Performance meine ich Verdauung und Ernährung und damit einhergehend die Nährstoffe, die man aufnehmen sollte oder auch nicht. Wir beginnen zuerst mal mit dem, ich denke, bekanntesten Peptid mittlerweile, dem TB500. TB500 ist ein Nachbau, wurde natürlich synthetisiert und dann zum Gebrauch hergestellt. TB500 ist bekannt dafür, dass es Gewebe schneller heilen lässt. Und mit Gewebe meine ich Haut, Haare, Fingernägel, Muskeln, Augen, Organe, Sehnen, Bänder, eingewachsene Fußnägel, Operationen. Alle diese Dinge kann man behandeln mit TB500, indem man die Wundheilungsphase verkürzt, verbessert und effizienter macht. Die Dosierungen sind sehr unterschiedlich. Das geht von 500 Mikrogramm täglich zu 2500 Mikrogramm die Woche. Sogar schon gehört, dass Leute zweimal 2500 Mikrogramm genommen haben, bei wirklich akuten und schweren Verletzungen, Brandopfer und nach Hautstraffungen habe ich diese Dosierungen schon gehört, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis mitverfolgt. Tolle Ergebnisse an der Stelle. Das heißt, bei Verletzungen wie einem Muskelfaserriss, einem Muskelriss, Operation und Heilungsprozess, Wunden wie Brandwunden, Schürfwunden, Schnittwunden, alle diese Dinge heilen schneller mit TB500. Meine Frage ist, wieso man Zeit unnötig in die Länge ziehen sollte, in der man krank ist, nicht einsatzfähig ist und sich schlecht fühlt, wenn es die Möglichkeit gibt, diese Zeit drastisch zu verkürzen. Nicht nur drastisch zu verkürzen, sondern auch noch effizienter zu gestalten und effektiver zu gestalten. Man heilt nicht nur schneller, sondern auch noch besser. Dasselbe gilt für das nächste Peptid und das ist BPC-157. BPC hat ähnliche Eigenschaften wie das TB500, wird in der Regel aber eher lokal injiziert. Das heißt, es gibt auch noch eine andere Darreichungsform, da kommen wir später zu. Es wird in die lokalen Stellen injiziert, beispielsweise, ich habe mein Knie verletzt, nicht verletzt, aber ich hatte über Wochen lang Knieschmerzen. Das war in meiner Aufbauphase in Dubai. Ich habe viel Muskeln dazu bekommen. Ich habe sehr hart und sehr schwer und sehr häufig trainiert. Und meine Bänder, Sehnen, die passiven Strukturen, Gelenke, die kamen nicht ganz mit.
Die Muskeln wurden zwar schön voll, dick und prall, die Gelenke und das andere Gewebe allerdings nicht. Und da hat sich mein Körper dann gemeldet und gesagt, hey, Kollege, wir brauchen Recovery. Hab ich mir gedacht, okay, Recovery könnt ihr haben, BPC, Batsch, Batsch, jeden Tag, 250 Mikrogramm. Und dann war die Sache relativ schnell gegessen. Also TB500 und BPC kann man auch zusammennehmen, wird in der Regel auch zusammengenommen. Aus einem guten Grund, die beiden wirken synergisch. Das heißt, die verstärken sich beide, also potenzieren sich beide, was sehr klug ist. Angenommen, man möchte sehr schnell, sehr intensiv betrunken werden, ist es auch sehr klug, Sekt mit Wodka zu mischen, weil beide synergisch, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dasselbe funktioniert bei BPC und TB500 auch. Das sind erstmal die beiden Peptide, wenn es um Heilung geht und Heilungsbeschleunigung. Jetzt sprechen wir mal über BPC in Tablettenform. Das ist nämlich eine ziemlich interessante Sache. Thema Verdauung, Verdauungsgesundheit, Magen-Darm-Gesundheit. Jetzt in den letzten Tagen der Vorbereitung ist es sehr häufig so, dass Nahrungsmittel massiv eingeschränkt werden. Gemüsesorten werden eingeschränkt, Kohlenhydratquellen werden eingeschränkt, Proteinquellen werden eingeschränkt. Das Mikrobiom leidet ganz schön ordentlich. Dazu kommen in der Regel auch noch Tabletten, Medikamente, Supplements, alle Dinge, die durch den Magen durch müssen, inklusive der Säure, die wir trinken. Das können jetzt Zitrone sein, das kann irgendwelche Booster sein, Fitnessdrinks. Das ist alles so in gewisser Weise Arbeit für den Magen-Darm. Und am Ende der Diät kann das Ganze schon mal knackig werden. Man ist sehr sensibel auf Essen, man hat häufiger Bauchschmerzen, man hat häufiger Sodbrennen und alle diese Dinge entzünden halt Magen und Darm. BPC 157 als Tablette ist genau an dieser Stelle hervorragend geeignet, um genau diese Dinge zu behandeln. Da geht es auch noch weiter über Morbus Crohn. Also wir reden hier über Krankheiten, die man so bisher noch nicht wirklich heilen konnte, die man jetzt mit BPC tatsächlich angehen kann. Deswegen benutze auch ich jetzt in den letzten Phasen der Vorbereitung BPC als Tabletten, dass mein Magen-Darm 100% tutti bleibt. Ich habe in den letzten Jahren häufig schlechte Erfahrungen gemacht, vor 10 Jahren schon. Am Ende der Diät wird der Magen und der Darm sehr, sehr sensibel. Viele sind verstopft, viele kriegen Durchfälle, viele kriegen auf einmal sehr starke Blähungen, weil sich eben, wie gesagt, das Mikrobiom so massiv verändert und eingeschränkt wird. Dem möchte ich dieses Jahr etwas aus dem Weg gehen. Deswegen BPC in Kapselform. Auch das findet ihr selbstverständlich bei BioWell und da habe ich einen Code, um den mal zu nennen. Der Code ist Mike, da spart ihr noch Geld. Und nochmal, diese Webseite ist natürlich nur dafür geeignet, sich Informationen anzueignen und gegebenenfalls Experimente mit oder an Tieren durchzuführen und nicht an Menschen. So, weiter geht's. Thema Fettverbrennung. Gibt es interessante Sachen, sehr interessant. Ich möchte eigentlich nur über eins sprechen und zwar Fragment 176 bis 191. Komischer Name. Fragment ist ein Bruchteilstück eines großen Ganzen und das Fragment, dieses Stück, stammt aus dem Wachstumshormon. Ein Wachstumshormon hat 191 Aminosäuren in einer Kette und Wachstumshormone verbrennen Fett. Dann hat man sich genau diese Kette angeguckt und genau diesen Teil, der Fett verbrennt, extrahiert. Und daraus ist Fragment 176 bis 191 entstanden. Kurzfassung davon. Das heißt, es macht nichts anderes, hauptsächlich als Fett zu verbrennen. Und zwar genau diese Aktion, die das Wachstumshormon auslöst, also Lipolyse, Freisetzung von Fett und den ganzen Kram, hat man auch bei Fragment, allerdings ohne alle anderen Wirkungen, / Nebenwirkungen. Man sagt zum Beispiel, Fragment erhöht den Blutzuckerspiegel nicht. Was sehr positiv ist, hoher Blutzuckerspiegel ist in der Regel immer ein schlechtes Zeichen. Es sei denn, du isst 1 Kilo Zucker und dein Blutzuckerspiegel steigt nicht, dann ist das auch ein schlechtes Zeichen. Anyway, Fragment scheint relativ nebenwirkungsfrei zu sein und scheint potenziell ein Licht am Ende des Tunnels für alle Übergewichtigen zu sein. Auch wenn man durch Fragment jetzt nicht einfach 10 Kilo abnimmt aus heiterem Himmel, man muss sich auch ein bisschen bewegen, aber es unterstützt
die Fettverbrennung schon maßgeblich. Und genau darum geht's. Das wird in der Regel benutzt von Bodybuildern, um mittels den Fettburnern, die über den ganzen Tag Energie verbrauchen und ziehen, auch das Fett in den Blutkreislauf zu drücken. Diese Lipolyse, die Freisetzung von Fett in den Blutkreislauf. Wenn man das natürlich nicht abbaut durch Aktivität, Training, Cardio, was auch immer, dann wird das halt auch wieder eingespeichert. Also man muss sich auch schon ein bisschen bewegen. Deswegen sage ich, 10 Kilo fallen da nicht einfach weg. Aber ich kenne auch keinen Menschen, der 24/7 bettlägerisch ist und sich Fragment reinzieht. Also auch wenn ihr draußen spazieren geht, arbeitet, verbrennt ihr mehr Körperfett. Das ist eine ziemlich nützliche Sache. Wir machen weiter, und zwar Thema Schlaf. Und da gibt es ein ziemlich cooles Peptid, das sich DSIP nennt. Deep Sleep Inducing Peptide. Das sorgt dafür, dass wir scheinbar schneller und intensiver in die Tiefschlafphasen kommen. Tiefschlafphasen sind mit die wichtigste Phase während des Schlafes. Da regenerieren wir enorm. Physisch vor allem, körperlich. Mental, also unser Gedächtnis. Gedankenprozesse, Hirnprozesse. Muskelwachstum, der ganze Kram. Das findet am intensivsten im Tiefschlaf statt. Ich habe jetzt meine Werte kontrolliert. Ich hatte laut meiner Uhr, und nochmal, die sind nicht immer genau, 8 bis 12 Minuten Tiefschlaf pro Tag, das ist nichts. Seit ich DSIP getestet habe, ist mein Tiefschlaf auf 1 Stunde 28 im Schnitt. Das ist enorm. Enorm. Wir reden hier von 500%, also verfünffacht. Das ist schon eine ziemlich geile Nummer. Und auch hier ist es so, dass bei DSIP, weil es nicht erforscht genug ist, wir noch keine Daten zu Nebenwirkungen haben. Das soll nicht heißen, dass es keine Nebenwirkungen hat, sondern dass wir sie noch nicht kennen. Zumindest nicht alle. Und dann gibt es noch ein wesentliches Peptid, was man so in der Wettkampf... Also man kann sehr viele Peptide benutzen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 100 plus Peptide. Mit den verrücktesten Sachen. Ipamorelin ist das letzte Peptid, worüber ich sprechen möchte. Ipamorelin ist ein Growth Hormone Releasing Peptide. Also dieses Peptid sorgt dafür, dass wir selbst Wachstumshormone ausstoßen und hat auch noch scheinbar enorm starke erholende Eigenschaften. Das heißt, Ipamorelin scheint sehr gut zu funktionieren, wenn man es benutzt, bevor man ins Bett geht. Durch den Wachstumshormonausstoß hat man A, eine gute Fettverbrennung, der Schlaf wird tiefer, der Schlaf wird erholsamer und Ipamorelin an sich, die Sequenz dieses Peptids, sorgt auch noch dafür, dass wir uns intensiver erholen, als wir es normal tun würden. Also der Schlaf scheint tiefer und fester zu sein. Auch hier gibt es nur sehr limitiert Daten, aber die Daten, die existieren, Erfahrungsberichte, ich meine, wir sind alle mehr oder weniger gemeinsam in dieser Bodybuilding-Bubble. Da gibt es die ein oder anderen Stories, Bro-Talk und was nicht alles. Aber irgendwo steckt immer so ein bisschen Wahrheit drin. Und wenn sich ein paar Aussagen 10, 20, 30, 100 Mal wiederholen von unterschiedlichen Personen, könnte man eine Tendenz entdecken, dass das potenziell wirklich funktionieren könnte. Aber nochmal, das ist mir ganz wichtig. Die Sachen sind nicht erforscht, wir wissen es nicht. Wir reden hier nicht über Ibuprofen oder Aspirin, was wir seit ungefähr 250 Jahren auswendig kennen. Die Sachen sind sehr neu. Neu sind nicht neu, die gibt es schon seit 20 Jahren. Aber wir sind immer noch dabei, jetzt mehr mittlerweile Research damit zu betreiben und zu schauen, okay, was können die Dinger wirklich? Natürlich unter Vorbehalt, denn wenn man viele Krankheiten heilen kann und es jeder selber von zu Hause aus machen kann, dann nimmt man einer sehr großen Organisation die Handlungsmöglichkeiten. Dasselbe gilt auch für Supplements. Deswegen werden wir in naher oder ferner Zukunft nicht mehr alle Supplements bestellen können, die wir aktuell zur Verfügung haben. Das hat auch schon angefangen mit zum Beispiel Q10, also Coenzym Q10, Ubiquinol. Das wird weitergehen mit Multivitaminpräparaten, hochdosiertem Vitamin C und D3.
Das ist aber ein anderes Thema. Ich bin gespannt, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir darüber sprechen. Ich habe da schon, ich nenne es mal firmeninterne Informationen bekommen. Nicht jetzt von einer Supplement-Firma, sondern anders intern, dass vermutlich in ungefähr 2 bis 5 Jahren so ein bisschen der Riegel vor Supplements geschoben wird. Aber da sind wir zum Glück noch nicht. Wir werden Lösungen finden. Wir Schlitzohren müssen zusammenhalten. Okay, Leute, das war jetzt ein ganz kleiner Anriss zum Thema Peptide. Wer, wie, wo, was, wann. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, würde ich mal bei BioWell vorbeischauen. Wie gesagt, die Webseite findet ihr unten in der Beschreibung. Steht auch übrigens richtig cool hier auf meiner Mütze, die ich trage in Las Vegas bei fast 30 Grad. Und meinem schönen BioWell-Shirt. Immerhin sind die schwarz-gold, das ist meine Lieblingsfarben. So, liebe Leute, für mich geht es jetzt noch ein bisschen in die Arbeit. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Hat euch einen kleinen Einblick gegeben in die Welt der Peptide, in die wundervolle, mysteriöse Welt der noch nicht erforschten Medikamente. Das war's. Vielen Dank für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.